Auf meiner Pinnwand habe ich noch mehrere Punkte oben im Menü. Ich habe immer, wenn ich aufs Logo klicke, komme ich immer auf die Startseite. Das heißt, ich lande immer auf meiner Pinnwand. Es gibt den Bereich Service. Im Service sehe ich schon, oh, ich habe eine Anfrage. Und zwar habe ich jetzt, dadurch, dass ich meine Handynummer und meine Festnetznummer eingetragen habe, habe ich jetzt schon einen Auftrag ausgeführt. Und zwar ist das Änderung der Daten Kundenportal. Ich kann mir auch hier anschauen, wie ist der Zustand, wie wird es bearbeitet. Jetzt sehe ich gerade, die Nachricht ist eingegangen und Inhalt der Nachricht ist in dem Fall Änderung der Daten Kundenportal. Und es habe ich folgende Stammdaten an sich geändert. Ich habe jetzt diese Telefonnummer und diese Nummer eingetragen. Ich könnte jetzt noch zum Beispiel reinschreiben, oh, ich habe mich vertippt, das ist falsch. Ich könnte auch noch hier Dokumente und Bilder anhängen. Aber das ist schon der erste Schritt, was ich vorhin meinte, warum es ein transparentes System ist. So habe ich jederzeit die Möglichkeit zu überprüfen, was habe ich für Anfragen gestellt und in welchem Stadium befinden die sich. Ich kann in dem Bereich meiner Anfrage auch noch eine neue Anfrage stellen. Ich kann meinen Ansprechpartner auswählen. Und ich kann noch meine alten Vorgänge sehen, also sprich alles, was schon abgeschlossen ist. Da habe ich jetzt keine, ich habe mich ja gerade erst registriert. Im zweiten Reiter, Infos, Dokumente, habe ich hier Mitteilungen, Termine, Dokumente sehe ich, es gibt zwei neue, die ich noch nicht angeschaut habe, und im Bereich FAQs. Dokumente, gehen wir mal kurz drauf. Kann alles sein. Hier in dem Fall sind zwei Dokumente Objektunterlagen. Und zwar gibt es einmal einen Flucht- und Rettungswegeplan und einen Grundriss. Wenn ich draufklicke, öffnet sich der Plan dazu. Kann ich wieder schließen. Und der Grundriss ebenso. Das kann aber alles sein. Das kann eine Abrechnung sein. Das können auch irgendwelche anderen Sachen sein. Also das sind Dokumente vieler Art. Von daher einfach mal da reinschauen. FAQs. Wir haben für viele Sachen, wie zum Beispiel hier einen Mietvertrag kündigen, was war mit einer Rohrverstopfung, wie melde ich einen Schaden, haben wir halt Anleitungen geschrieben. Wenn Sie irgendeine Frage haben, ist sie sehr oft schon hier drin beantwortet. Man kann auch hier sehr gut suchen. Von daher einfach mal kurz rüberschauen. Viele Artikel sind auch, den können Sie auch bewerten, wenn Sie sagen, das hat mir geholfen. Dann erkennen wir, welche Anleitungen für Sie wertvoll sind. Hier gibt es auch eine Anleitung dabei, wie Sie zum Beispiel eine Rohrverstopfung beheben und so weiter. Also einfach mal durchschauen. Da sind viele Sachen, die schon beantwortet wurden, dort erklärt. Im letzten Punkt, Community. Das ist jetzt dieser Bereich, den Sie optional nutzen können, den muss keiner nutzen. Da können sich innerhalb Ihrer Gemeinschaft, also das heißt mit den anderen Bewohnern, Mietern und Eigentümern aus dem Haus, austauschen. Sie können, es ist sowas wie ein klassisches schwarzes Brett. Ich suche, ich biete, ich helfe bei und so weiter. Ne? Da können Sie also komplett austauschen, in Kategorien halt einstellen, Sie können dort Beiträge erfassen, oder erstellen. Das im Detail nochmal im weiteren Video. Unter meine Nachbarn können Sie noch mal sehen, welcher Nachbar gerade wobei hilft oder was er verleihen könnte. Und man kann es in großen Anlagen auch einen Filter auswählen. Das heißt, man kann dementsprechend gucken, dass nur das angezeigt wird, was auch einem wichtig ist. Wenn ich mein Profil ändern möchte, wir hatten ja am Anfang alles übersprungen, kann ich das hierüber tun. Dann habe ich hier oben noch diese vier Schaltflächen. Ich habe hier den Punkt Posteingang. Hier sehe ich alle Kommunikation, die Sie mit uns haben. Wir haben jetzt einen Vorgang offen, das sind die Änderungen der Datenkundenportal. Wenn ich draufklicke, bin ich wieder da, wo es um die Anliegen ging. Hier kriegen Sie also alle Nachrichten, sowohl die Sie geschickt haben, wie diese Änderungen der Datenkundenportal, als auch die Sie von uns empfangen haben. Fragezeichen. Komme ich nochmal auf das Kundenportal? Wie kann ich mein Kennwort zurücksetzen? Also ist eine erweiterte FAQs sozusagen. In diesem Chat-Dialog kann ich meine Nachricht nochmal sehen. Ich könnte Nachbarn etwas schreiben und mit denen darüber chatten. Ist auch dann sehr spannend, wenn Sie die App nutzen, dann kriegen Sie es direkt aufs Handy. Und hier der letzte Punkt, das ist Ihr Profil. Hier können Sie nochmal die Einstellungen überprüfen oder halt abmelden.